Gibt es den perfekten Moment? Ich glaube nicht. Aber man kann sich doch immer noch mal eine Auszeit gönnen. Neben den ganzen ambitionierten Zielen, den Kopffix, den Stress, den man sich gibt, dem Hinterherrennen von Geld, Glück, Liebe, Leidenschaft, Verwirklichung und Zielen, soll man sich doch immer noch mal eine Auszeit gönnen. Der Sunger Hilz gönnt sich der Hund der Abkühlung. War mit Herrchen Plauzi ein bisschen joggen, Alter, von Ebersch bis hierher. Und einfach mal die Gefühle, die Gedanken sortieren. Ein bisschen runterkommen, chillen. Ist auch mal nicht schlecht. Und das würde ich jedem mal empfehlen, mal einfach mal ein bisschen Sport zu treiben. Ein paar Kilometer joggen, Kopf frei kriegen, sich irgendwo in die Natur setzen und einfach mal die Gedanken sortieren und mal runterkommen, weil es ist nicht einfach und alles muss aus einem selbst kommen. Und ich bin auch manchmal in der Zwickmühle und man muss dann wieder zu sich selber finden, weil wenn man sich zu viel von den anderen reinreden lässt, dann ist das eigentlich auch nicht so gut. Weil das dich ja auch manipuliert. Ja. Und die Bedingung für eine glückliche Zukunft ist, vor allen Dingen, dass du glücklich bist. Und bei den ganzen Fun und Spaß, Späßchen mit dem Jonas letzten Tagen, muss man trotzdem auch an seine körperliche und geistige Gesundheit und Fitness denken. Es kann jeden Moment zu Ende sein, aber man muss auch für jeden Moment bereit sein, effektiv zu handeln, zielstrebig zu handeln, schnell zu handeln und wenn es sein muss, auch Leute auszuschalten. Und deswegen trainiere ich auch wie ein krankes Schwein und gebe es mir richtig pervers im Fitnessstudio. Fress nicht so viel Chips und Schokolade, sonst kriegt ihr Karies und Bluthochdruck und Diabetes. Weil die Gesundheit verzeiht nichts, kommt alles irgendwann später zurück. Und wenn die Ärzte dann auch noch keine Ahnung haben, dann seid ihr auf den Holzweg. Ja? Dann seid ihr auf den Holzweg, kann man sagen. Ja? Aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch eine geile Zeit. Die nächsten Tage soll es wärmer werden. Hier in Darmstadt oberkörperfrei. Bauchplatscher in Bessemer Kiesgrube. Schönen Gruß an die Kommunalpolizei Darmstadt. Alles Gute an Jochen Bartsch, an Bürgermeister und gönnt euch den Shit auf meinem YouTube-Channel. Lasst die Seele verbauen. Seid frei im Geiste. Lasst euch von niemandem einschränken. Tequila, gehen wir mal ins Wasser. Und gönnt euch meine Videos auf Insta auch und auf TikTok. Da bin ich nämlich auch vertreten. Und ansonsten alles Gute, meine Freunde, macht Sport, ernährt euch gesund, gebt euch nicht so viel von dem Gift aus den Medien und von dem Gift aus den Tütchen, okay? Checkt's aus. TV. TV. Plauze, Digga, hier.